Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darkest Dungeon 2. Ich glaube Episode 5, aber keine Ahnung. Ich merke mir das irgendwie nie und immer, wenn ich mir die Zahl merke und dann quasi anfange zu streamen, habe ich sie da vergessen. Von daher macht das irgendwie nicht viel aus. In der Playlist, hey, auf YouTube wird das irgendeine Nummerball haben, wenn ich es reinschreibe, aber der Rest ist auch egal. Ja, wir sind beim letzten Mal leider... ich weiß gar nicht, wir sind nicht mal an einem Boss gestorben, sondern wir sind einfach nur gestorben. Doch, quasi der Endboss des Bereiches, der hat uns gekillt, weil wir, ja, Total Meltdown hatten, quasi. Alle hatten Stressprobleme. Ja, ich bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Schauen wir mal. Ich muss das Game auch wieder ein bisschen lauter machen, da mir aufgefallen ist, dass das auf Twitch ein bisschen leise ist. Arta, auf O! Okay, jetzt ist das nicht mehr glitchy wie beim letzten Mal. Wir haben 26 Candles. Alter Falter. Was können wir denn für den... Obwohl, der Black Doctor, wollen wir den noch boosten? Was kriegt denn der Okkultist? Convert, Turn End. Oh... Das ist ein Trinket. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe gar nicht gesehen, dass das... Oh, das sind Trinkets. Okay. Das ist gar nicht schlecht, weil wenn der im Endeffekt wieder sich nicht mit irgendwem versteht und er kriegt ein negatives Token, dann ist das ziemlich gut. Was hat er denn für Pass? Healing Skill plus 33% Healing Given. Cursing Skills plus 10%. Bla bla bla. Cursing Skills... Und bei Turnstart hätten wir eine 33%ige Chance, mehr Damage zu kassieren, Schwäche zu bekommen. Was wir wiederum, wenn wir das Trinket hätten, immer konvertieren könnten. Ich würde das Trinket einfach mal reinnehmen. Melee Skills plus ein Stress on Crit. What? Chop Skills plus 33% Damage, minus HP und minus Speed. Dafür 100% Resistenz, eine Krankheit zu kriegen und Debuff Chance ist 33% höher, die Resistenz. Aber 25% minus Max HP ist halt schon heftig. Was ist mit unserem Plague Doctor? Melee Skills, mehr Crit. Aha. Plus 25% mehr HP, Melee Skills, Healing Skills, aber dafür haben wir, okay, wir kriegen... Das ist ja blöd, damit würden wir quasi weniger Poison Damage machen. In Anführungsstrichen, weil die Resistenz nicht umgangen wird. Dann spielt man den wahrscheinlich an, wie gesagt, weil es da auch steht in Melee. Nicht in Range. Das Ding finde ich gar nicht so schlecht. Obwohl der immer im First Turn ist, öfters zumindest. Was ist denn mit dem Highwayman? If Rank 1, if Rank 3, 4... Ah, der steht meist in der zweiten Position. Ich würde das fast nehmen. A little more strength. Allein, dass er Point Blank stärken ist ziemlich gut. So, was haben wir noch? The more they have to hold on to, the harder they will fight. To recall a thing is to make Armor. It real once more. Oh, die Inventory Slots möchte ich gerne haben.
Scouting ist auch nett. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das hier, mehr Armor. These wheels are invested with noble purpose. Every rotation, blessed rest for the warriors of our cause. Und mal ein neues Pet freischalten, mal zu gucken, was wir finden können. Passenger. Denial. Ich würde super gerne das Lane-Up fahren, was wir beim ersten Mal hatten, was so stark war. Wo wir den Boss nicht geschafft haben, den Tui-Boss. The university's resources were impressive, and yet on occasion we relished in first-hand experience. The crossroads, where lost souls hope to find their way. Okay, wir probieren das nochmal aus. Das Lane-Up mit ihm und ihm. So, jetzt ist die Frage, was für Eigenschaften haben wir? Aha. Eigentlich sind die Negativen das Wichtigste. Das ist egal, das ist nicht so schlimm. Winded. Ja, es ist jetzt kein super schlechtes. Weil ein Speed, ich meine, das kann was ausmachen, aber der hat relativ hohen Speed. Ich glaube sogar 6 ist sein Anfangsspeed. Evasion, Positive Relationship Chance. Das ist natürlich. Ist Evasive ist gut. Aber die negativen Sachen finde ich irgendwie nicht so toll, dass wir eine negative Relationship bekommen können. Minus 10% positive Relationship Chance und oh mein Gott, das wird ja immer beschissener. Da hätten wir eine Kombination. Der hatte hier, das ist Sluice Tactician und Spore Tactician. Tactician? Ach, keine Ahnung. Das hier ist nicht gut. Relationship Chance. Minus Damage. Gain on Miss. Okay, das ist cool. Ja, will ich ihn switchen? Das ist die Frage. Für dich oder so. Plus 2 Speed. Das können wir aus allen Positionen machen. Du hättest einen Heal. Das Problem ist, mit ihm können wir ziehen. Das ist super praktisch. Ich probiere es einfach mal aus mit negativen Perks. Wir probieren die Runde einfach mal so aus und fertig ist. Kann ich immer nur das Positive wählen. Denn das Lineup, was wir so hatten, war echt gut, wo wir weit gekommen sind. Ready. This rutted roadway will finally take you home. Es wäre cool, wenn man das Spiel mit Controller spielen könnte, ey. Comforts are exhausted. Ahead only trial and tribulation. Ich bin echt gespannt auf den ersten Fight, ob wir jetzt wieder so einen fetten Zombie kriegen, ey. Jo. Hey, wer hätte das gedacht? Komm, du kriegst es jetzt. Instant. Wollen wir gleich taunten oder wollen wir... Na, wir machen Damage. Taunten können wir danach. Noch hat jeder ein Schild. On to the next.
Ah, mit denen habe ich Point Blank nicht ausgewählt. Oh, das müssen wir in der Inn dann ändern. Das ist blöd, kein Point Blank. Ja, wir... Obwohl, wir haben immer noch Schilde. Und der hat immer noch Dodge-Chance. Wir taunten noch nicht. Ah, sie macht jetzt mehr Damage, ne? 6 bis 10 Damage. Der hat 5 Lebenspunkte. Ah... Kill du ihn. Dann killst du ihn. Oh, du misst dann. Dann killst du ihn. The work continues. Und ich hoffe, du schaffst es. The unrelenting application of violence yields morbid gains. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Okay, also wir kriegen ziemlich viel Cash. The familiar hearth crackles inviting thee once again. Wie viel Cash haben wir denn jetzt? Alter Falter. Also ist das richtig gut, das freizuschalten, dass man Cash bekommt, wenn man jedes Mal in die Gaststätte kommt. Gar nicht so schlecht. Ne, was wollten wir rausnehmen? Oh, ich habe schon vergessen, was wir mal rausgenommen haben. War es der Tracking Shot? Ich glaube nicht, ne? Okay, okay. Selbe Spielchen wie immer. Nur was upgraden wir diesmal? Damit hätten wir mehr Crit. Mit Knockback. Damit würden wir Speed geben und zweimal Crit Damage, ne? Und das zu upgraden wäre auch nicht schlecht, weil wir dann die sich Invis machen, evaden könnten. Also die können wir dann quasi sichtbar machen. Ich kann mich nie entscheiden bei dem letzten Punkt. Oder wir gehen full auf Damage und sagen, fuck it, the Judgment Damage. Wow, du kannst das auch removen. Was bekommst denn du mehr? Cannot gain. Okay, das Target kann nicht mehr ausweichen bekommen. Oh. Das wäre in einigen Fällen echt hilfreich gewesen. Was ist hiermit? Ich glaube, ich probiere das mal aus. Weißt du jetzt noch nicht, was wir für Gegner kriegen, aber hey. Precious relics remind us of a time before the end. Stagecoach Items, was haben wir denn? After each location minus ein Stress für random Heroes. Ich meine, das wäre nicht schlecht. Das hätte echt einige Sachen gefixt, eventuell bei uns. Hätte echt bei dem Wagen.
Wir haben nur 50 Coins. Oder zwei Slots. Die zwei Slots können wir uns auch wann anders kaufen. Ich glaube, ich probiere es echt damit. Aber die Frage ist, Location, heißt das Location quasi Watchtower und dann Heroes Event. Das heißt, wir würden grob 6 bis 8 Mal, je nachdem, Stress reduzieren. On Miss kriegen wir und Turnstart kriegen wir ein Schild. Gain on Miss. Runden Start. Ich mag meinen Cash gar nicht ausgeben. Oh, stimmt, wir müssen noch ein Pad kaufen. Healing received from skills per medical gear item equipped. When a hero after each location heal 5%. Ja, ich glaube, ich nehme Enin erstmal. Aber cool, dass es das, wie die aussieht. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns einfach dieses Ding und gucken einfach mal, wie es ist. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Einfach ausprobieren. Ja, dann haben wir jetzt nichts mehr zum Kaufen. Consider your position and plan accordingly. Avoid Watchtower. Betangle. Das müsste... Oh, ich vergesse es immer. Aber es ist unterschiedlich, glaube ich, von den Monstern, ne? Das müsste Poison sein. Hat der Fuzzi hier was für Poison? Obwohl, brauchen wir was? Wir haben eh nicht genug Cash, geben wir es nicht aus. Mud and rain. Resignation and death. This land is truly barren. Jetzt kommt für mich einer der geilsten Screens. Ich finde das so cool gemacht, wie das aussieht. Ich muss echt gucken, ob es das bei Wallpaper Engine gibt für den Desktop, weil das ist sau cool mit den verschiedenen Charakteren, wie die dann immer da stehen. Haben sie echt sich was Cooles einfallen lassen. Der Tango. War. Rewards only. Resignation. Standardprozedere nach vorne jumpen. Weil wir Ausweichen bekommen und wir bekommen Riposte. Wir könnten eigentlich dich schwächen. Und ja. Ja, komm. Das ist okay bei ihm. Vielleicht können wir ihn rausnehmen. Perfekt. Wenn wir das die ganze Zeit aufrecht halten könnten, wäre das genial. Wow. Nice Crit, mein Junge. Nice Crit. Wir müssen einmal pullen. Und dann kannst du nämlich mal schießen. Und du machst jetzt mehr Damage, weil wir zwei von den Convictions haben. Ich habe echt das Gefühl, ich muss mein Game öfters mal neu starten, weil gestern hatten wir so viele Glitches und Bugs. Jetzt fährt die Kutsche wieder normal, habe ich das Gefühl. Die ruckelt nicht mehr so wie gestern. Obwohl. Ja, ein bisschen. Aber gestern hat das ganze Spiel geglitscht. Immer wenn ein Charakter gestorben ist, wo das Bild weiß und... Oh Gott, das sah aus. He chatters incoherently, but his prices remain fixed. Ich will nicht unfair klingen gegenüber dem Studio, ne? Ich glaube, Red Hook ist es. Ich glaube, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Hook in Erinnerung.
aber eigentlich ist das traurig, dass 1.0 released jetzt kommt am 8. Der letzte Charakter released wird und dann so ganz komische Bugs, so ich denke mal, das sind gar keine schlimmen Bugs zu fixen, aber so, wenn man jetzt 2-3 Runden läuft, dass man auf einmal voll die Glitches überall hat, das ist halt kontraproduktiv. Da man nicht davon ausgehen sollte, dass man einen Run spielt. Und wir hatten das, ja, glaube ich, gestern nach zwei oder drei Runs, dass mein ganzes Game angefangen hat zu glitchen. So, wir könnten ein Trinket kaufen. Ichigo und Comet Star, if first in turn order. Okay, das finde ich ziemlich cool. Das ist halt auch nett, aber on miss, ihnen Schild zu geben, ist ein bisschen kontraproduktiv. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Was hat der für Stagecoach-Items? Was ist eigentlich Woven? Woven. Was ist das für ein Item? Produce Woven. Irgendwas mit Wolle oder sowas? Weil es ein Loom ist? Wahrscheinlich Faden, Wolle oder so. Ja, wir nehmen das hier mal. Und wer ist nicht in der Turn-Order am schnellsten? Du hast 6, du hast 3. Du hast 3. Ich würde sogar sagen, wir könnten ja eigentlich Schwäche geben. Obwohl bei ihm das eher irgendwie sinnvoller wäre, weil er nicht so viel Damage macht. Ich meine, der kann Damage machen, aber nicht so super viel. Und bei ihm wäre es schlecht. Wir probieren das mal aus. Und ich muss noch die Lampen geben, das habe ich ganz vergessen. Kriegst du mal die Lampen. Gucken, wie das funktioniert. Ob das wirklich jetzt auf alle zählt. So, ihr wollt zum Hero-Schrein. Da können wir sogar hin. Creature Den. Oh. Oh. Das können wir nicht machen. Und das. Oh, das ist jetzt wieder so blöd. Dann kriegen die alle wieder tonnenweise Stress. Und nur weil es hier zum Watchtower geht. Fuck. Ja, tut mir leid. Ich hab eine Mission. Und das sind Mastery-Punkte. Oh Gott, ey. Stagecoach-Items, das wäre gar nicht mal so schlecht. Combat-Items, Flame brauchen wir nicht unbedingt. Wir könnten Cash ausgeben. Die würden das, er würde es bevorzugen, auch bla bla. Aber Stagecoach-Items, wir haben jetzt eins. Das wäre eine Möglichkeit, eins günstig zu bekommen. Vielleicht ein gutes. The Wainwright awaits, eager to ply his trade. Stand gar nicht dabei, dass wir Flame bekommen, aber nice. Das ist okay. Luxusgear ist das und wir kriegen ja Bonis für Luxusgear. Das sagt ja unser Pet. Ich würde gerne zur Creature Den und da bin ich voll dabei bei euch. Also die würde ich gerne anfahren, aber auch das geht nicht. So leid es mir tut. Weil wir dann wieder zum Watchtower fahren. Und zwei Mastery-Punkte sind zwei Mastery-Punkte. Jetzt haben wir gleich kein Armor mehr. Keine Armor. Okay, was macht eine Oase? Stressreduzierung und Flamme. Okay. Few Supplies. Das würde nur er hassen. Irgendwie hasst er es komplett. Oh, ist das wieder so einer, der keinen mag? Dann musst du es halt nicht mögen. Scavenge what you can. Oh, nice. And be off once more.
Oh, bitte fahrt zu irgendwas hin, was okay ist. Wir können dorthin. Hier hätten wir zwei Flames. Eine Flame, wir hätten noch einen Hero-Schrein. Wir hätten noch eine Creature, denn da würden wir die Armor komplett kaputt machen. Wir können... Oh, die Leer ist aber... Der Resistance Encounter ist nicht unbedingt nutzlos, aber wir reduzieren der Oblivion-Tier nicht, weil wir nichts haben, das Loathing. Und die Lair ist halt, ja, das ist halt Bossfight. Ganz klar. Ich meine, wir können ja wenigstens gucken gehen und ein bisschen Rewards rausnehmen. Is your coat prepared for the upcoming obstruction? Nope. Ist er nicht. Ist nicht prepared. Wir hatten noch nicht wirklich einen Fight. Keinen Fight. Within every keep, a general and his loyal lumbering guard. Wem wollen wir debuffen? Oder soll ich wem pullen, ist die Frage. Oder dann wandert er nach hinten, das ist auch blöd. Ich glaube, wir debuffen die. Ich glaube, Range kann ziemlich stark werden. Das ist halt zweimal. Das zählt erst in der nächsten Runde. Ich meine, ich könnte den ein... Nee, kann ich nicht. Oh, ich bin doch so doof. Ich habe den Path von ihr nicht geändert. Deswegen sind das andere Sachen. Oh mein Gott. Ist blöd, dass man das zu Beginn setzen muss. Ich hab's vergessen. Ich hätte sie switchen sollen. Dann hätte ich mit ihr positive Perks removen können und hätte quasi die rausgenommen. Habe ich komplett vergessen, ey. Ich glaube, ich gebe ihnen das. Guck mal, so viel, wenig Schaden hat er gar nicht gemacht. Alter Falter. Ja, das ist halt natürlich blöd, ne? Aber ich krieg's halt nicht weg. Jetzt hat er nämlich das hier und hat eine Chance, glaube ich, ein Schild zu bekommen, ne? Ja, Oh, nice. Perfekt, er hat sogar zwei bekommen. Das ist richtig, richtig nice. Wir können die Blindness entfernen und können Stress heilen. Ich glaube, das machen wir. Bevor wir eh daneben schlagen. Debuffs über Debuffs. Du hast noch einmal Riposte, aber wir könnten quasi... vorbereiten.
Was haben wir eigentlich für Debuffs? Minus 10 Resistenz, minus 30, minus 20. Das ist viel. Ziemlich viel. Wow. 24. Warum hat er... Holy shit. Warum hat er so viel gemacht? Bis zu 16 Damage und dann gekrittet. Alter Falter. Bisher sind wir good to go. Ah, pullen wir zuerst, oder? Ich glaube, er stärkt sich. Oder war das die Trommel? Ich würde sagen, wir pullen, glaube ich. Und dann killen wir. On to the next. Dann geben wir dir wieder das hier. Ja. Dadurch, dass wir jetzt moven, bekommt er automatisch auch noch einen Buff. Ist zwar die Leiche, aber who cares? Oh, es hätte so ein schöner Crit werden können. Du hast die Condition noch nicht bekommen. Ich würde sagen, wir moven. Wir moven den auch, ja. Ah, das war der falsche Spell, das war Schwächen. Mist. Mist. Riskieren was? Na. Steady yourself. Oh, wow, wow, wow. 15 Damage hätte ich bekommen, aber der dadurch, dass ich ein Schild habe, habe ich fast alles getankt. Alter Falter. Ich würde gerne das Bleeding wegmachen, aber ich kann nicht. So ein bisschen blöd. Ja, tank du das mal. Ja, jetzt wäre das nett, wenn ich, quasi ihn das wegnehmen könnte. Er wird Riposte haben. Vielleicht weichen wir aus, vielleicht nicht. Oh, nice, gedodged. Riposte. Und nochmal, YOLO. Ich würde gerne was anderes machen, damit ich diese drei, den Dot-Damage drauf kriege, aber hier bleibt nichts anderes. Ich habe nichts anderes zu machen. Wir könnten den Heal YOLOen oder wir gehen auf Damage. Dann hätten wir schon zwei. Du kannst Safe Heal machen. Du hast immer noch einen Taunt.
slow suffering begins. Oh, jetzt will das Game wieder sagen, hey, ich hab super geilen Stuff für dich. Bandages stacken, das ist halt super nice. Wow. Aber ich weiß nicht, ob ich den Boss schaffe und ich will es eigentlich nicht schon wieder ausprobieren. Wir haben, also ich habe glaube ich gelesen, dass man Dot Damage für den Boss nehmen sollte. Wir haben kein Dot Damage. Ich probiere es nicht aus. Wir skippen diesmal. Recalculating one's odds is never a wasted endeavor. Dafür würde ich sagen, wir zu wenig Trinkets bekommen. When the cult came, no orders were shouted, no swords were drawn. There was only stupefying horror and the catatonic lethargy that follows it. Ein bisschen Heal wäre nett. Ein wenig Heal. Minus Stress und Heal. Nee. Was mir auch gerade auffällt, wir haben gar kein Schild, weil wir keine Armor mehr haben am Wagen. Bisschen doof. Schade, es wäre schön gewesen, hätte er ihn gekillt. Jetzt muss ich, ja. Du kannst leider nichts machen außer einen Korps hacken. Naja, er kann sie clearen. Wollte da nicht hinlaufen. Okay, ein Cage. Oh, mehr Healing. Und wir haben ein Stagecoach-Item wieder. Ja, mehr Healing. Ich glaube, ich gebe ihm das, weil er kann sich selber heilen. Obwohl, es wäre auch auf den Tank gut, aber das Problem ist, er kassiert zurzeit nur Damage. Das ist ja so schlimm. An elementary problem, is it not? Wir können jetzt zum Hero-Schrein, da können wir sogar hin.
Brace up. There is danger on this path. Ich hoffe, diesmal schaffe ich es und verkack's nicht wieder. The loathing festers. Who will face the half-remembered horrors of their past? Von wem wollen wir was Neues haben? Vestal. Chapter 1. Want not. Continue. Together with her sisters, she tended the Order's sacred flame in pious humility. The Abbey's austere arches and sanctified masonry afforded her a life of sheltered privilege that few beyond the walls could imagine. Discipline was paramount, and when forbidden desires would seek to distract her from monastic toil, she smothered them. Reluctantly. Cooldown, Remove Stun, Days, im Endeffekt eine Menge Remove-Kram, nur für die beiden Backlines hinten, okay. Oder war mal. Das wird von der Backline gemacht. I can't tell. Ich glaube, es ist auf alle. Hero Goal. Was haben wir denn für ein Hero Goal gehabt? Hero Schrein. Nice. Wir müssen zu einer Oase. Haben wir geschafft. Field Hospital und Sluice. Sluice. Was auch immer. Irgendwas wird sein. Wir könnten die Creature denn machen. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch zu Creature denn. Probier das mal aus. Haben wir da halt einen Boss. Oder, naja, nur eine Wave. Die kann übel werden. Fighten, Leaf. Was ist das eigentlich für... Warum will er immer abhauen? Winded. Was ist dein Problem? Warum willst du ihn abhauen? Hat er irgendwas, was er nicht mag? Achso, bei ihr können wir jetzt noch gucken. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, das targetet echt nur die hinteren Reihen. Oder warte mal, ich glaube grün heißt, das sind die Plätze, die ich targeten kann und gelb ist, wo ich stehen muss. Aber brauchen wir das wirklich? Ich meine, was brauchen wir denn sonst nicht? Wir brauchen das nicht, also können wir es reinnehmen. Ich würde sagen, wir fighten. Dafür sind wir hier. Da müssen wir den Highwayman loswerden. Okay, jetzt haben wir ein Problemchen. Ich glaube, die mampfen sich wieder alle auf. Das heißt, egal wen wir zuerst killen. Wir machen den als erstes platt, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Oh, wir können ja jetzt... Ich glaube, die geben Disease. Oh, das könnten wir jetzt riskieren. Ja. Ja, machen wir. Easy. Let us hope to finish this quickly. Easy. Okay, also er kann alle targeten. Perfekt, perfekt.
Okay, das war noch leichter. Ekelhaften Würmer. Oh, zwei fette plus Spinnen. Oh, die sehen so eklig aus. Und diese, ich meine, die sehen so nicht eklig aus. So sehen die okay aus, aber wenn die so hoch und runter wandern. Bleah. Feuerdamage, aber er könnte ausweichen. Wir könnten ausweichen, removen. Ja, das machen wir mal. Einmal eine Chance zu dodgen. Okay, wir haben noch den Bonus. Ich will ihn... Ah, wohl war mal. Er ist noch dran. Dann kann es sein, dass der Bonus noch zählt. Ja, nice. Der zählt noch. Das ist richtig gut. Problem ist halt, die haben alle noch dieses dämliche Schild und da kann ich... Ich komme nicht dran vorbei, weiß nicht. 14 Damage hätten wir gemacht. 14, Alter. Das heißt, ich nehme... Nee, wir müssen einen wegmachen. Bitte nicht Krankheiten geben. Schon 6 Damage pro Zug. Geben wir dem mal Resistance. Du solltest sterben. Wir könnten Point Blank nehmen. Oder wir removen. Ich glaube, wir removen einfach. Oh, jetzt hat er eine Krankheit bekommen. Es war so klar, diese dämlichen Viecher. Einfach nur ätzend. Dann pullen wir dich. Was hat er denn bekommen überhaupt? Wo stand der Mist? Hat er das, evaded oder wie verstehe ich das jetzt? Anscheinend hat er es evaded, aber er stand mit Krankheit. So, wir wollen Poison removen von dir. Jetzt ist die Frage, wenn ich die Spinne wegmache, war das blöd, die zu pullen? Frisst er die nicht auch auf und heilt sich? Ja, Mann, obwohl, nee, manches... Das wird das sein, Nekrophagia. Wir hätten noch zweimal Riposte, so würden wir aber nochmal Ausweichen kriegen. Ich würde die Spinne gern finishen. Dann müssen wir ihn aber pullen, sonst manscht er den. Bei ihm wäre es eigentlich egal. Obwohl ist es nicht, weil er ein Schild kriegt. Hm.
Wir machen das anders. Wow, du hast alle Debuffs bekommen. Unsteady stances. Exhaustion takes hold. Oh, ich kann ihn nicht pullen, weil er zu weit vorne steht. Egal, wir könnten es anders machen. Gibt noch eine andere Lösung. Das war jetzt nicht die Lösung. Ich wollte den eigentlich nach hinten schieben. Eigentlich war die Idee... Obwohl, der hat das gar nicht. Der Schuss ist das mit Knockback. Dafür müsste ich in der vorderen Position stehen. Shit. Oh, wow. Nicht gut. Heilen wir ihn? Na. Na. Komm schon. Der hat 15%ige Chance zu evaden. The one pleasant in the extreme. Discount combat and in items. Nice. Awesome. Oh. Ah. Nee, oder bleiben wir jetzt nicht liegen, weil wir kein Rad mehr haben? War das nicht so? Mind your wheels. They have nothing left to give. Ja, habe ich gesehen. Meine Arme auch nicht. Verdammt. Von allen Gegnern sind das die beschissensten. Das sind einfach die beschissensten. Measure out your violence and apply it judiciously. Okay, das entfernt alle Bonis. Okay, okay. Ich kann den auch Bonis entfernen, aber das bringt mir jetzt nichts, weil ich den eigentlich killen will. Der muss raus. Und er eigentlich auch.
Verdammt, jetzt ist der da. Der wird 100% ausweichen, der kriegt weniger Schaden. Oh, Glück gehabt. Muss ich ihn jetzt echt wieder pullen? 9 Schaden. 3 bis 6 Schaden könnten wir machen. Ah, vielleicht kriegen wir ihn raus. Vielleicht. Aber wir müssen mich healen, sehe ich gerade. Obwohl wir haben Dodge, wir könnten es riskieren. Aber ein Hit und ich bin tot. Na, wir heilen. Um 2. Wow. Incremental. But deadly all the same. Warte mal, du hast nicht das Trinket. Okay, das funktioniert echt, das Trinket. Das ist geil. Verdammt, ich muss immer noch heilen. Komm schon. Kritte. 9, das ist okay. Du bekommst mittlerweile auch Damage, das ist egal. Wir müssen... sollten wir noch schaffen. Okay, der ist weg. Perfekt, perfekt. 5 Damage bei 19 AP. Machen wir Stress runter. Neun Bleeding. Holy shit. Oh Gott, der ist gleich dran. Heftig. Oh, jetzt hat er sich wieder bewegt. Oh. Wir könnten ihn versuchen zu killen. Ja, wir müssen Safe machen. Wir könnten Stress wegmachen und dafür heilen. Ah, es sind 4 Punkte. Na. The slow suffering begins. Ja, wir sollten es heilen. Das sind 6 Damage. Relief comes rarely in these times. Savor it. Ja, wir müssen den versuchen rauszunehmen jetzt. Es bringt mir nichts, wenn ich ihn jetzt ständig pulle und der geht nach hinten. Nice. Messy. But effective. Ah, es sind noch 12 Damage, die ich kassiere. Komm schon. Kritten, 12 Damage, bei Crit vielleicht 24 oder sowas, komm. Warum nicht? Neun HP. Wir sind gerade auf Cooldown. Ich meine, wir könnten Bleeding wegmachen. Oder ein Schild geben. Oh, nicht noch mehr.
Warte, ich kann mich nicht healen. Cooldown noch 2. Holy, der Cooldown ist echt lange. Komm, du killst ihn jetzt. Dann heilst du bitte mal lieber. Warte mal, wir könnten das remove. Ah, können wir nicht. A simple variable. Hm. Easily resolved. Jetzt mal einfacher vorgestellt. Debuff Resistance, aber pro negativen Perk minus Damage. Ah, das war auch nicht mal der. Doch, war der finale Kampf für die Area. Rest tonight. Under the okay. Unblinking gaze. Ja, würde ich sagen, dass ich mal einen Cliffhanger mache und das Ganze unlocke in der nächsten Folge und an der Stelle das Ganze beende, weil wir haben jetzt eine Stunde voll. Ich wollte die Folgen, wenn es geht, für euch da draußen bei einer Stunde bis einer Stunde 30 halten. Ich glaube, für unseren nächsten Lauf oder das nächste Areal brauchen wir wieder eine Stunde. Das heißt, an der Stelle sage ich schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die Eigenschaften oder Quirks unlocken und das nächste Areal betreten. Bis denne.